Ja, ich darf Sie im Namen des Förderkreises eine ganze Orgel hier in der St. Alsterkirche ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass doch noch so voll geworden ist, weil relativ wenig eigentlich für diese Uhrzeit angemeldet waren. Das zeigt, dass das doch eine gute Sache war, um uns die Werbung auch zu machen. Ich freue mich, dass Frau Pesta und Herr Karas heute Abend hier sind, um uns diese seltene Kombination aus zwei Pfeifeninstrumenten näher zu bringen. Und ich bin doch einigermaßen überrascht, das habe ich vorhin auch schon gesagt, wie laut doch ein einzelner Dudelsack spielen kann. Sie haben heute die Möglichkeit, schöne, interessante Musik zu hören. Ich hatte das Vergnügen schon einmal. Und Sie haben auch die Möglichkeit, etwas über das Instrument Dudelsack selbst zu erfahren. Also zwischendurch gibt es noch ein paar Informationen dazu, die Frau Pesta vermitteln wird. Und Herr Karas wird auch ein bisschen was dazu sagen, was kompositorische Anforderungen an solche Musik sind, um nochmal ein bisschen besser zu verstehen, was eigentlich das Besondere in dieser speziellen Konstellation ist. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Thank you.
So, ich hoffe, das Mikrofon funktioniert. Sehr gut. Dann wie gesagt. Also zwei Pfeifen treffen sich, um auf zwei Pfeifeninstrumenten zu spielen. Deswegen die Orgel ist ja auch ein Pfeifeninstrument und der Fußball auch. Deswegen passen die halt sehr gut zusammen. Und auch hier sind Zungen drin sozusagen. Also Rohrblätter, die schwingen immer und erzeugen die Töne. Die ich aber erst dadurch erzeugen kann, indem ich die reinpuste. Das Luftreservoir voll macht, also den Sack voll. Und dann bewegen sich zuerst diese drei Bomben, die immer mitschwingen. Und später reicht die Luft auch, um hier mit den Fingern die Melodie zu spielen, mit den gestreckten Fingern, wie ihr gemerkt, weil die Bohrungen der Löcher genau in der Mitte sind. Also nicht wie bei der Blockflöte, dass das kleine Loch unten ist, also ein bisschen rechts, sondern hier können wir nur mit gestreckten Fingern spielen. Wir spielen auch mit der halbgeschlossenen Griffweise. Das bedeutet, wenn die Töne höher werden, geht die Hand hier unten wieder drauf. Ansonsten ist es halt so, wir haben nur 9 Töne und können nur in einer Tonart spielen. Denn der Dudelsack ist im Gegensatz zu jedem anderen Instrument eigentlich schwingungsfrei bestimmt. Das heißt also, alles, was über einer Oktave wäre, ungefähr würde unsauber werden. Und dann ist natürlich die Orgel ein bisschen eingeschränkt, auch weil die muss sich nach der Tonart des Dudelsacks richten und kann da nicht so viel machen. Aber trotzdem gibt es einige Bearbeitungen für Dudelsack und Orgel. Und um überhaupt eine Orgel zu spielen, habe ich hier eine spezielle Spielflöte drin, die in Orchesterstimmung ist. Die normale Stimmung des Dudelsacks ist eigentlich um 10 bis 15 Hertz höher. Also wenn Dudelsack-Bands zusammen spielen oder ein Solo-Dudelsack-Spieler irgendwo spielt, dann hat er eine ganz andere Spielflöte. Und deswegen kann man auch nie spontan mit einem anderen Instrument zusammen spielen. Man muss das vorher besprechen und dann auch die entsprechende Spielflöte dann drin haben. Gleich gilt für die Rohrblätter hier. Die müssen dann natürlich auch entsprechend tiefer sein und bestimmt werden, also entsprechend, dass es zur Orgel passt. So, also so viel in Kürze. Die Informationen zum Dudelsack würden sonst ein abendfüllendes Programm ergeben. Deswegen spielen wir lieber nochmal.
Ja, ich sage etwas zu unserem Zusammenspiel, zum Programm. Sie haben sicherlich gemerkt, dass aufgrund des kräftigen Klanges des Rudelsatzes, der ja ursprünglich eigentlich ein Militärinstrument im Freien gewesen war und dadurch eben eine gewisse Lautstärke haben musste, das hat der originalschottische Rudelsatz ein bisschen mehr als hier, dieses Instrument von Dagmar und die eigentliche Tonart, das ist fast so wie im Mittelalter mit moderner Musik, wo man eben auf wenige Töne beschränkt ist, in der mittelalterlichen Musik ja auch durch die Temperierung des Pythagoreischen, was auf Quarten und Oktaven basiert. Dadurch ist das Kompositorische eben eigentlich nur in Grundtonarten möglich, mit einigen Durchgängen, die Sie sicherlich gehört haben, man hat mal etwas figuriert. Und Sie haben ein so wunderschönes Instrument, was mich die ganze Zeit über jetzt schon sehr begeistert, vor allem eben auch die sanften Klänge. Und deshalb bereichern wir unsere Programme immer mit Stücken, die auch die Qualitäten der Orgel an sich aufzeigen sollen. Ich hoffe, dass es auch einigermaßen gelungen, hier Ruhepunkte zu setzen und die schönen Farben der Orgel, insbesondere die Klarinette, als Solo-Register, die Flöten und den Streicher, zur Geltung zu bringen mit Musik, die allerdings eben in dieses Programm hineinpasst, mit keltischen Anklängen oder englischen Tönen. Und so ist das eine Verbindung, die, denke ich, stilistisch auch sehr einheitlich bleibt. Und ich hoffe, dass Sie diese Abwechslung auch gut genießen können. Bei dem letzten Stück, was von mir arrangiert wurde, das fängt ganz normal und ungesagt an, dann kommt etwas brav die Orgel dazu und im dritten Durchgang habe ich mir mal erlaubt, die Harmonik etwas anzuweitern, soweit das eben unter diesen Voraussetzungen geht, dass wir in einer Tonart bleiben müssen. Aber ich habe ein paar, ja, ein Konfekt dazu gemischt, sodass man etwas weitere Harmonik am Ende hört. Ich hoffe, Sie haben weiterhin viel Spaß. Viel Vergnügen.
Ja, lieber Herr Karas, das ist eine gute Gelegenheit, vor dem letzten Stück Sie einmal nach vorne zu bitten. Ich möchte mich im Namen des Förderkreises Orgel und stellvertretend auch bei unseren Gästen, das bestimmt gleich mit dem Applaus auch machen, ganz herzlich für dieses tolle Konzert bedanken. Dann wünsche ich Ihnen an der Stelle noch einen schönen Sonntagabend.